Hallihallo, heute mal ein kleiner Tipp zu Ubuntu 15.04 hier noch in der Entwicklerversion. Ist noch nicht ganz fertig, kommt ja erst im April raus. Ende April, wir haben noch, was haben wir heute? Den 22. März. So, was war geschehen? Das ist jetzt nicht so wirklich das richtige Ubuntu 15.04 oder du bist gerade radioaktiv. Warum? Was war passiert? Ubuntu 15.04. Ich habe da mal vorbereitet. Ja, sehr schön vor. Ich hatte eigentlich hier Ubuntu 14.04 LTS drauf. Da habe ich mir gedacht, aktualisiere ich doch einfach mit sudo update manager -d. Zumindest mal auf Ubuntu 14.10 und dann nochmal sudo update manager -d auf Ubuntu 15.04 und alles ist gut. Ne? Dachte ich so, nee. Hier als kleiner Vortrag, also quasi vorgegriffen, macht das so nicht. Ne? Sichert lieber eure Daten, wenn ihr das so vorhabt, auf eine externe Platte oder Stick und installiert Ubuntu 15.04 neu. Ja, weil, was kann passieren? Ne? Was kann passieren? Gut, das Update von Ubuntu 14.04 auf 14.10 ging wunderbar. Ich konnte mich dort einloggen und alles war wie gehabt. Nun, jetzt hatte ich aktualisiert auf Ubuntu 15.04 und bin dann auf folgendes Problem gestoßen. Der Locking ging nicht. Ne? Der Locking kam zwar, aber der sprang immer im Kreis. Ne? Immer wieder, ne, du nicht. Ne? Als hätte ich ein falsches Passwort. War aber nicht das falsche Passwort. Ging nicht. Dann bin ich auf die Idee gekommen, installiere ich doch mal, wenn das nicht geht, mal den Kubuntu Desktop. Habe ich schon lange nicht mehr Kubuntu gehabt. Ne? Also ich, also Steuerung Alt F2 gedrückt, ne? In diesem Passwort-Eingabe-Dingenskirchens. Ihr wisst, was ich meine. Das ist quasi da, wo man sich einloggt. Ne? Da kann man ja das Passwort eingeben. Normalerweise ist dann Ubuntu Standard. Und da dachte ich zunächst so. Steuerung Alt F2 gedrückt, damit ich an ein Terminal-ähnliches Fensterchen komme, ne, in eine TTY-Sitzung, nochmal Benutzername, Passwort und mit sudo update install Kubuntu Desktop. Wunderbar. Nachdem das installiert war, neu gebootet, Login ging auch mit KDE, also Kubuntu Desktop, nicht. Und da kam irgendwie mal Fehler, weil ist nicht. Außerdem habe ich dabei festgestellt, dass Kubuntu Desktop dann wissen wollte, was willst du denn jetzt? LightDM oder SDDM. Ja, da gab es noch einen anderen Display-Manager plötzlich und egal, was ich ausgewählt habe mit sudo dpkg reconfigure LightDM oder SDDM, es bootete lustig im Kreis oder der Desktop erschien nicht oder es blieb komplett dunkel. Das war nicht so schön jetzt. Also wieder zurückgestellt mit sudo dpkg-reconfigure LightDM wieder auf LightDM und kvin, also den Window-Manager von Kubuntu, wieder entfernt. Also entfernen wir jetzt mal, da war nix. Da war ein Satz mit x. Gut, also besser wäre es gewesen, STRG-ALT-F2, ne, in dieses TTY-Sitzung einfach nur made installieren. Mit STRG-ALT-F7 wieder zurück kommt man wieder in das Login-Ding oder meinetwegen auch nochmal neu starten. Da kann man sich dann aussuchen auf das kreisrunde Symbol, Mate oder Ubuntu Standard. Ubuntu Standard ging, wie gesagt, erstmal nicht. Ne? Das war jetzt nicht so schön. So, da habe ich gedacht, ja gut, mit Mate kam ich dann rein. Ja, mit Mate kam ich auch, das hier Mate Desktop, auch wenn er nicht mehr so aussieht. Dachte ich zunächst, das liegt bestimmt an ja, zusätzlichen Treibern, NVIDIA-Settings, mal auf den NVIDIA-Standard-Nuvo-XORG-Treiber gestellt oder auf den Standard-Binary-Treiber von NVIDIA. War dann auch wieder nichts. Compis, ja oder nein? Compis aktiviert oder nicht aktiviert, macht da auch keinen Unterschied. Ich kam in die Ubuntu-Geschichte nicht rein, das ging nur Mate. Compis, ja oder nein, wieder zurück auf den Mate Display Manager bzw. Fenster Manager, müsste ich hier richtig sagen. Marco heißt er da, ne? Unter Mate. Ja. Gut, bis ich dann irgendwann zufällig drauf gestoßen bin, Grub Bootload. Eigentlich wollte ich irgendwelche Wiederherstellungsoptionen haben für Grafik oder so. Grub Bootloader, ne? Wenn er bei euch nicht standardmäßig erscheint, Shift-Taste beim Booten drücken, dort auf die erweiterten Einstellungen und dann kriegt man so ein Dingeskirchens Auswahl.
ist man auf die erweiterten Einstellungen gegangen. Ja, hier GNU Grub Bootloader Version 2.02 Beta 2.21. Da kriegt man plötzlich die Auswahl, es gibt auch noch Upstart. Ne? Also nicht nur den Recovery Mode, also den Wiederherstellungsmodus, sondern man kann sich aussuchen, Upstart, ja oder nein. Also das ist die Art und Weise, wie die, ja, ich sag mal, mehr oder weniger Treiber oder diversen Module, in welcher Reihenfolge, ob die mehr oder weniger zufällig oder optimiert gestartet werden. Und dadurch bekam ich dann die Möglichkeit, wieder Ubuntu zum Leben zu erwecken, falls es bei einem oder anderen mal sein sollte. Hier der Tipp, Upstart mal ausprobieren. Gut, dann kam ich wieder ins normale Ubuntu wieder hinein. Also wie gesagt, mal eben von Ubuntu 14.04 LTS über 14.10 auf 15.04 ist der nicht so kluge Weg. Also kann gehen. Wahrscheinlich genauso wie bei mir wird das nicht so hinhauen. Insbesondere, ich habe hier ein touchscreenfähiges Display. Ne? Da wollte wahrscheinlich dann auch noch Mir sich da als Display Manager empfehlen. Ne? Mir kennen wir ja mittlerweile, will Ubuntu ja in so Richtung, ja, Tablet oder Smartphone gehen. Da wollte es erstmal gar nicht. Gut. So, dann hatte ich es, je nachdem, ob ich mit Upstart oder nicht, reinging den Effekt, dass mein Bildschirm eine unterschiedliche Auflösung anbot. Mit Upstart hatte ich einen mehr oder weniger abgespeckten Modus. Ich kam rein, aber in einer Auflösung von 1024x768 Punkte, war mir in dem Moment erstmal egal. Sah auch ganz hübsch aus hier auf dem Display und konnte ich auch mit meinen dicken Fingern drücken. Aber ist bei euch wahrscheinlich nicht so gewünscht. Außerdem konnte ich dann keine YouTube-Videos in HD aufzeichnen, ne, mit einer höheren Bildschirmauflösung, so wie jetzt. Also der Unterschied mit Upstart oder nicht Upstart hatte Auswirkungen auf mein Display. Jetzt bin ich hier in diesem Moment nicht mit Upstart drin und habe andere Auflösungsmöglichkeiten. Schauen wir mal, warten wir ab und sind wir weiter. Erscheinungsbildeinstellungen wollen wir nicht. Wo war das Ding jetzt? Jetzt sieht er alles so klein aus. Ja gut, jetzt habe ich eine höhere Auflösung. Gut, zusätzliche Treiber habe ich erklärt. Nvidia sah übrigens zunächst nicht so aus. Ja, da war auch nochmal ganz komisch. Da kamen ganz andere Optionen. Mein Nvidia X-Server Settings war nicht so. Nö. War nicht so. Bildschirm hätte ich, ja, wollte ich doch hin. So. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier die Möglichkeit, Full HD wieder auszuwählen, wenn ich den will. Das kam dann mit Upstart wieder nicht. Ne, das war so ein bisschen eigentümlich. Ne? Und damit ich das wieder hingekriegt. Also musste ich erstmal drauf kommen, dass dem so war. Gut, Bildschirme, zusätzliche Treiber bin ich jetzt mittlerweile auf Nvidia wieder gegangen. Und zwar auf die Binary-Treiber, die erscheinen hier gleich, das dauert immer einen Moment. Binary-Treiber, bla bla bla, passend zu meiner Karte, also nicht auf den Xorg-Server Nuvo. Da kam es zu einer erheblich höheren CPU-Auslastung bis zum Erbrechen. Habe mir mit X-Diagnose auch noch das so eingestellt, dass ich beim Starten zusätzliche Informationen bekomme und habe mir dann noch ein anderes Team eingestellt. Nicht Team, sondern Theme. Mit Mate Tweak konnte ich dann auch noch so ein bisschen rumspielen. Was ich denn jetzt haben will, ich habe jetzt den Window Manager Marco und nicht Compiz. Also das Ganze war jetzt nicht so einfach. Quintessenz von der ganzen Sache, wie gesagt, wenn ihr von Ubuntu 14.04 LTS einfach mal so rüber wollt zu Ubuntu 15.04, kann das zu Ungemach führen und der Login dreht sich im Kreis. Wer das auch hat, mal die Upstart in den erweiterten Einstellungen mal testen. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Link zum Thema hänge ich an. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.